So, und wo gehen wir jetzt hin? Ah, ich glaube, ich bin schneller als du bei Nathan. Wo ist sein Büro? Na, ich muss doch da nochmal reinlunsen, hä? Kann ich? Yes. Schon freaky das Ding, ne? Wir nennen ihn Betasonne. Der mächtigste Kondensator der Welt. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Hm. Komm mit, wir gehen. Das ist Büro. Ja, du gehst so zielgerichtet darauf zu. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Hm. Ja, wenn ich jemandem vertrauen kann, dann Cole. Ja, bitte? Hello, what up? Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Ja. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Danke. Jo, warum nicht nehmen, ne? Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Wait, what? Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Help. Helen. Wir haben eindeutig Schmerzen. Gimp. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr.
Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Gib mir deine Hände. Das könnte jetzt dezent gruselig werden. Sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Nathan, ich weiß, was du fühlst. Du weißt aber überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Ha. Ja, das wollte er nicht hören, ne? Na dann gehen wir. Dem ist eh nicht mehr zu helfen. Oh, noch eine Person hier. Komisch. DPA Staff Only Level minus 2. Okay, es geht bis minus 4. What? Why? Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Arschloch. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Fuck you? Einen uralten Menschheitstraum.
Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Ja, ist klar. Alles wird einfach perfekt sein. Ja, okay. Na super. Ja. Aiden scheint auch schon recht schwach gerade, ne? Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Ja, versuch was anderes. Du bist lustig. Hol Hilfe. Okay. Schnell. Da ist jemand. Wo ist der Rest vom Team? Ah. Vince und Nick. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Single Malt for the win. Kann ich jetzt hier mal ein bisschen Stress machen? Gut. Hallo, kommt dir das nicht bekannt vor, Junge? Na super. Ah. Ryan, denk da mal nach. Kann ich den Single Malt wenigstens umkippe? Ja, hallo? Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Yes. Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Gut, dass es wenigstens rafft. Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Okay. Guck mal, da. Kann ich hier was machen? Hallo? Ich will euch den Weg zeigen. Was geht ab? Gut. Und jetzt? Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Terror. Hier lang. Okay, das checken sie. Dann. Guck mal da. Ding-a-ling-a-ling, komm. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Da müssen wir erstmal dran vorbei, ja?